Ein kleiner Hinweis, bevor ihr dieses Video schaut. In diesem Video sage ich nicht allzu viel, das heißt, es ist etwas schweigsamer, da es eine Nachtfahrt ist und nachts redet man oder ich nicht zu so viel. Und wem es nicht gefällt, der braucht es sich nicht anschauen, aber ansonsten wünsche ich viel Spaß. So, hallo und herzlich willkommen. Wir werden jetzt gleich vom Römerberger Busbahnhof aus die Linie 62N fahren. Wir kommen hier gerade von der Linie 61N und müssen eben noch kurz umschildern und dann gleich schon vorziehen. So, und damit wir jetzt draußen auch 62N dran stehen haben, müssen wir noch kurz die Linie auf 96204 einstellen. Und ja, dann sollte draußen das Richtige dran stehen. In der Tat tut's das. So, dann ziehen wir mal vor und nehmen die Fahrgäste mit. Stuttgarter Straße. Falsch. Hier. Was steht da? Derzeit nicht in Betrieb. Aha. Also sind wir richtig hier. Da, wo keine Fahrgäste sind. Gut. Ja, dann warten wir mal noch kurz die Minute ab. Ah. Guten Tag. Kommen da welche? Kommen die zu uns? Die da rechts? Nee. Dann können wir mal zumachen, ist kalt. 10 Grad oder so draußen. So, was sagt denn der Fahrplan? Der sagt, wir fahren hier um 1.45 Uhr los und wir haben es 1.44 Uhr. So. So, keiner mehr, der da mit will. Ein Fahrgast. Ist ja jetzt nicht so viel. Na gut. Dann wollen wir mal. Stuttgarter Straße. Wir müssen geradeaus. Okay. Keiner da. Sehr böse.
Hallo. Hallo. Die Haltestellenansagen funktionieren übrigens komplett vollautomatisch, also ich muss nichts drücken, damit die Haltestellen fortgeschaltet werden oder so. Ist richtig praktisch. Und was aufgefallen sein sollte, die Verspätungsanzeige wird jetzt verdreht angezeigt und in halben Minuten, also plus ist zu früh und minus zu spät. Es ruckelt vielleicht. Hier rum? Das geht? Gut. Aber auch nur, wenn jemand kommt.
Eine Kurzstrecke, bitte. Ja. Bitteschön. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag geht. Einen Moment. So, besser. Jetzt wackelt der Bus nicht mehr so. Und schon haben wir eine Minute Verspätung. Aber die lässt sich ja extrem leicht auf der Nachtlinie wieder rausholen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich ein bisschen ruhiger bin und weniger sage. So nachts die ganze Zeit nur reden, das ist ja nicht gerade entspannt. Für mich. So, wo muss ich lang? Da drüben, ne? Na, willst du nicht wieder fahren? Mir die Vorfahrt nehmen? Hä? Nicht? Doch. Siehst du, sag ich ja. So rum. Wir warten. Hier rum? Ich muss gerade mal aus Versehen, ausnahmsweise meine ich in die Außenansicht. Ne, da drüben. Ja, da hat man es gesehen. Ja, ich halte auch bei minus 1. Ganz einfach aus dem Grund, da wir sowieso wieder extrem viel Zeit rausholen werden.
Waren wir da nicht schon? Auch gut. Tatsächlich, zweimal Universität. Das ist auch lustig. Hm? Der wollte nicht mit, oder? Nö. Sieht nicht so aus. Gut. Haben wir die rote Ampel auch wieder für uns. Und halt natürlich direkt falsch. Also ich. Was macht die Temperatur? 20 Grad, das reicht. Hallo. Hallo. Oh Gott, so viele Linien. Achso, ich dachte schon. Ich habe Vorfahrt. Aber das heißt nichts, denn ja, der fährt trotzdem. Tag. Immer diese Fahrgäste so lange brauchen und sich ganz hinten hinstellen. So, und wir fahren links. Manuska Straße. Ah, hier wieder. Das ist übrigens absolut nicht zulässig, was hier gerade gemacht wird auf der Kreuzung. Ein grüner Linksabbiegerpfeil und dann... Da! Eine grüne Fußgängerampel. Das ist überhaupt nicht richtig.
Oh Gott. Richtung Bayreuth. Ah, da rechts. Moment. Okay. Nein. Moment, Richtung BR ist. Ah ja. Ich schätze, wir müssen rechts rum. Schick aussehen tut's ja hier. Ja.